Hey ho zusammen und herzlich willkommen. Es wird mal wieder Zeit für einen neuen Vlog, oder was denkt ihr? Es ist lange Zeit her, dass ich mal wieder so ein Vlog-Video gemacht habe. Es ist eigentlich überhaupt relativ lange her, seit ich irgendein Video gemacht habe. Sei es jetzt Let's Play oder andere nicht-Let's Play-Video-Dinger, ihr wisst ja, was ich meine. Und ich wollte einfach mal so ein bisschen aufklären, was jetzt momentan so los ist, wofür meine Vlogs ja nun mal auch da sind. So. Wieder mein kleiner Notizzettel. Der ist diesmal wirklich sehr klein. Auf der anderen Seite sind noch die Notizzettel vom College of Wizardry Video. Was ich sowieso mal ansprechen wollte. In letzter Zeit kommen natürlich auch wieder relativ viele Videos, die gar nichts wirklich mit Let's Play zu tun haben, sondern eher mit anderen Dingen. Wie jetzt zum Beispiel auch dieses College of Wizardry Ding gewesen ist. Das ist voll der Zungenbrecher eigentlich, wenn man das schnell sagt. College of Wizardry. Dieses Video möchte ich euch auch ganz gerne hier oben nochmal ganz kurz in diesem kleinen i verlinken, denn schaut da, vor allem wenn ihr Harry Potter-Fans seid, auf jeden Fall mal vorbei. Ich werde jetzt nicht das komplette Video verlinken, denn da habe ich eine halbe Stunde wirklich über das College of Wizardry gelabert. Ihr könnt ja, wenn ihr da Interesse dran haben solltet tatsächlich, könnt ihr euch gerne dieses längere Video noch anschauen. Ich werde euch hier dieses kürzere Video verlinken, wo ich die Website des College of Wizardry vorgestellt habe. Ich muss jetzt dann mal loswerden. Ich bin dabei! Ich werde am Februar nächsten Jahres nach Polen fahren, in dieses Schlosshotel und werde bei meiner ersten LARP-Veranstaltung dabei sein. Das wird so unfassbar gut. Ich freue mich so wahnsinnig. Ich bin so aufgeregt, obwohl das wahrscheinlich noch über ein halbes Jahr dauert, bis es wirklich stattfindet. Aber ich bin dabei und mein Freund auch und ich freue mich unheimlich. Ich weiß gar nicht, ich kann das kaum in Worte fassen. Dann auch noch ausgerechnet bei einem LARP, was so aufgebaut ist, so Harry Potter-like halt einfach. Und ich finde es einfach Wahnsinn. Und deshalb muss ich jetzt hier auch nochmal einen ganz kurzen Aufruf starten, nämlich, dass ihr bitte, 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 bitte die Sache noch mit unterstützt. Das ist halt, das Ganze wird halt von den Fans finanziert und die können natürlich nicht dieses gesamte Schlosshotel selbst bezahlen. Das muss leider alles eingesammelt werden von den Leuten, die da mitmachen. Wir haben jetzt nicht mehr allzu viel Zeit, um da wirklich das Geld zusammenzusammeln. Ich habe die Befürchtung, dass es dann gar nicht erst dazu kommen wird, dass es auch stattfindet. Denn wenn die 35.000 Euro, jedenfalls wenn sie es nicht zusammenkriegen sollten, dann wird das Ganze leider nicht stattfinden können. Jeder, der dann Geld da rein investiert hat, bekommt das Geld auch auf jeden Fall wieder. Also falls das Ganze dann nicht funktionieren sollte und ihr dann irgendwie Angst habt, dass ihr da das für das Ticket 375 Euro aus dem Fenster geschmissen habt. Das müsst ihr nicht. Ihr bekommt alles, alles, was ihr gespendet habt, falls das nicht funktionieren sollte, am Ende wieder. Das nur mal so als kurzer Exkurs hier so zwischen meinem Vlog. Andere Dinge, die ich ansprechen wollte. Es wird definitiv mehr Harry Potter Content auf meinem Kanal geben. Und das liegt unter anderem daran, dass ich festgestellt habe, dass ich damit relativ viele Leute erreichen kann, die dasselbe Interessengebiet haben wie ich. Und das freut mich unheimlich. Das ist nämlich genau der Punkt, den ich mit meinem Kanal verfolgen wollte. Ich wollte jetzt natürlich, ich freue mich über jeden, den ich hier erreiche und bin auch unheimlich glücklich darüber, dass ich 185 Abonnenten mittlerweile erreicht habe. Ich komme den 200 immer näher. Vielen, vielen Dank dafür, Leute. Und das war eigentlich der Grund, warum ich diesen Kanal überhaupt eröffnet habe. Ich wollte das tun, was mir persönlich Spaß macht und damit eventuell Leute erreichen, die dieselben Interessen haben und denen das genauso viel Spaß macht. Oder Leuten, die es noch gar nicht kennen, das zu vermitteln und zu zeigen, hier, guck mal, wie interessant das sein kann. Und vielleicht gefällt es euch ja auch, so in der Art. Versteht ihr ungefähr, was ich euch sagen will? Ich weiß es nicht. Ich rede heute viel Bullshit. Genau das ist es, was ich mit meinem Kanal machen möchte. Ich möchte das, was mir persönlich gefällt, in die Welt tragen und möchte dann Leute finden, denen das genauso gefällt und mich mit denen eventuell austauschen, mit denen in Kontakt kommen und Freundschaften schließen und solche Sachen. Und das habe ich jetzt mit dem Harry Potter Content tatsächlich geschafft. Ich habe dadurch, dass ich relativ viel Harry Potter Content auf meinem Kanal habe, relativ viele Abonnenten auch dazu gewonnen. Und das freut mich, dass ich mittlerweile relativ viele Leute auch erreichen kann. Ich war am Überlegen, ob ich tatsächlich eine ganze Reihe zu Harry Potter machen soll. Eine ganze Reihe von Videos. Es wird definitiv demnächst einen XXL Harry Potter Tag von mir geben. Es gibt ja auch noch andere Videos, die ich euch versprochen hatte, wie unter anderem The Elder Scrolls Online. Mit The Elder Scrolls Online habe ich ja momentan so das Problem, dass die Videosession, die ich zuletzt mit meinem Bruder aufgenommen hatte, eine mega grottige Qualität hat. Das habe ich in einem kurzen Video auch vorgestellt und habe euch das gezeigt und habe danach gefragt, was ist euch lieber, dass ich es mit dieser grottigen Quali hochlade oder dass ich versuche, die Parts, die nicht so verpixelt und grottig aussehen, zusammenschneide
um euch wenigstens kurz den Storypfad zu erklären, um euch kurz zu erklären, welche Quests wir da angefangen hatten. Denn ich habe irgendwann auch angefangen, mit Fraps aufzunehmen dann. Da ist die Quali auf jeden Fall besser. Das Problem ist, wir sind schon mitten in einer Questreihe drin, die wir angefangen hatten und die eigentlich auch ziemlich cool war. Deswegen würde ich euch die dann natürlich ganz gerne komplett präsentieren, was allerdings nur geht, wenn ich das dann irgendwie dann versuche zusammenzuschneiden oder halt mit dieser grottigen Quali hochlade. Da ich keine Antworten bekommen habe, werde ich jetzt einfach einen Zusammenschnitt davon machen. Ich werde das dann hochladen und das Problem ist aber auch, dass die Elder Scrolls Online nur sehr, sehr vereinzelt auf meinem Kanal kommen wird. Denn es ist halt nun mal ein Zwei-Spieler-Projekt und das Problem ist dann auch einfach, diese zwei Spieler, sprich mich und mein Bruder, immer zusammen an einem PC beziehungsweise zur selben Zeit an dasselbe Spiel zu bringen, es ist irgendwie doch schwieriger, als ich gedacht habe. Zumal ich berufstätig bin, er bald berufstätig ist und er momentan auch relativ geflasht ist von Overwatch, wie eigentlich jeder andere auch, außer mir anscheinend, aber egal. Gut, dementsprechend wird es die Elder Scrolls Online nur sehr, sehr vereinzelt wahrscheinlich auf meinem Kanal geben. Damit habe ich jetzt wahrscheinlich instant wieder 10 Abonnenten verloren, aber jo, kann ich halt nicht ändern. Es ist nun mal einfach schwieriger, als ich mir das Ganze vorgestellt habe. Dementsprechend. Wait! Allerdings habe ich vor kurzem eine neue Art von Spielen für mich entdeckt. Und das sind die Indie-Games. Indie-Games sind sozusagen relativ kurze, aber sehr story-intensive Spiele, die von keinem großen Publisher wie EA oder ähnlichem rausgebracht wurden, sondern von kleineren Firmen, sag ich mal, oder tatsächlich sogar von Privatpersonen, die das Ganze auf die Beine gestellt haben. Und es sind wirklich unheimlich tolle Spiele dabei, wie ich jetzt festgestellt habe. Ein schönes, wunderschönes Beispiel ist Ori and the Blind Forest, was ich vor kurzem gespielt habe. Das Problem damit ist nur, dass es unheimlich viele schwierige Jump'n'Run-Einlagen gibt, die ich persönlich nicht geschafft habe. Ich bin da ja mal relativ verzweifelt und mein Freund musste die dann für mich übernehmen, sonst hätte ich wahrscheinlich den Controller durch den Bildschirm gepfeffert. Egal. Jedenfalls, das Spiel, was ich dann demnächst wahrscheinlich auch let's playen möchte, nennt sich Brothers: The Tale of Two Sons. Und es ist ein unfassbar tolles Spiel. Es ist ein wahnsinnig emotionales Spiel vor allem. Ich hatte eigentlich vor, es blind zu zocken, aber im Nachhinein hat es mich dann so sehr interessiert, dass ich es dann doch im Vornherein schon einmal durchgespielt habe. Es ist ein relativ kurzes Spiel, wie gesagt, das heißt, es wird nicht sehr lange dauern, es wird auch nicht sehr viele Parts haben wahrscheinlich, aber ich möchte das auf jeden Fall let's playen, denn ich verbinde mit diesem Spiel tatsächlich auch einen relativ sentimentalen Wert, mehr oder weniger. Also wer das dann sehen wird, besonders dich mal kurz angesprochen, Kai, Ramon, Xeltaras, hallo. Besonders für dich werden die ersten Parts sehr interessant sein, glaube ich. Ich werde dann auch mal ganz kurz dir das Video wahrscheinlich schicken, um dir zu zeigen, was ich meine. Und ich werde es im ersten Part auch ansprechen, aber ui, zurück zum Spiel. Ich habe es dann halt doch einmal komplett durchgespielt und muss sagen, das Ende hat mich unfassbar fasziniert. Ohne jetzt irgendwem spoilern oder irgendwas vorausnehmen zu wollen. Das ist ein Ende, was man nicht erwartet hätte, sagen wir es mal so. Und ich finde dieses Spiel einfach. Es hat auch was Besonderes. Ihr werdet es dann sehen, wenn ich es tatsächlich spielen sollte, beziehungsweise wenn ich dann anfange, es hochzuladen. Und ich glaube, ich werde tatsächlich auch noch ein paar mehr dieser Spiele let's playen. Denn es ist wirklich, ich finde, die haben was Besonderes. Und ich freue mich auch tatsächlich relativ darauf. Bin, wie gesagt, auch jetzt relativ froh, dass ich es dann einmal wirklich komplett durchgespielt habe, bevor ich es let's playe. Das blind zu spielen hätte natürlich einige Reaktionen dann natürlich ein bisschen besser gemacht. Aber es wären mit Sicherheit auch Situationen zustande gekommen, die mir persönlich durchaus sehr unangenehm geworden wären. Deshalb, ich bin auch am Überlegen, ob ich das Ganze mit Facecam aufnehme, aber da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, weil ich ja auch immer so meine Probleme noch mit OBS habe, wie ja die Elder Scrolls Online dann auch zeigt, ne? Dieses verpixelte Farbensalatspiel, was da zusammengekommen ist, keine Ahnung. So viel dazu, um das Ganze noch mal ein bisschen zusammenzufassen. Ich bin beim College of Wizardry dabei. Denkt dran, das Ganze ein bisschen zu supporten. Ich werde dazu auch noch mal ein kurzes Infovideo noch mal machen, um das wirklich richtig kurz zu fassen und nicht wieder eine halbe Stunde zu labern. Werde ich da noch mal ein ganz kurzes Infovideo zu machen, wie ihr die ganze Sache unterstützen könnt und dann noch mal einen kurzen Aufruf starten, weil ich will unbedingt, dass das stattfinden kann und ich würde mich so unglaublich darüber freuen, wenn ihr das Ganze ein bisschen unterstützen könntet. Dann wird es demnächst mehr Harry Potter auf meinem Kanal geben. Der Content wird sich steigern. Natürlich wird es die Let's Plays weitergeben, gar keine Frage. Mit Dark Project wird es auch weitergehen, das ist auch gar keine Frage. Und dann natürlich jetzt mit diesem neuen Projekt Brothers
Die Elder Scrolls Online wird nur noch vereinzelt kommen, aber es wird auf jeden Fall kommen. Ich bin momentan dann dabei, diesen Zusammenschnitt zu basteln. Das dauert nur halt alles relativ lange, weil ich mit den Aufnahmen selber ja auch so meine Probleme hatte, weil die irgendwie nicht so ganz in Ordnung waren. Keine Ahnung, ich musste das irgendwie nochmal neu aufnehmen. Über einen Player mit Fraps. Es ist einfach relativ kompliziert. Deswegen dauert es wahrscheinlich noch ein kleines bisschen, bis dann wirklich der nächste The Elder Scrolls Part kommt. Und dann muss ich überlegen, wann ich das nächste Mal denn dann mit Xeltaras zusammen aufnehmen kann. Gut, und wie gesagt, Brothers wird es demnächst dann geben. Und das ist ein Projekt, auf das ich mich relativ freue. Und ja, das so als kurze Zusammenfassung zu meinem Vlog. Yay! Ich wollte eigentlich noch viel mehr sagen. Ich weiß aber noch leider jetzt nicht mehr, was ich alles sagen wollte. Aber es wird jetzt wahrscheinlich auch ein paar mehr Vlogs geben. Ich muss zugeben, ich finde, diese Vlogs gehen mir mittlerweile relativ leicht von der Hand. Und ich muss auch sagen, sie machen mir teilweise, nicht immer, aber teilweise, sogar ein bisschen mehr Spaß als die Let's Plays. Ja. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen und falls ihr noch irgendwelche Fragen habt oder zu irgendwas noch mehr Infos haben wollt, schreibt mir das gerne alles unten in die Kommentare. Falls es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, das würde mich sehr freuen und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in den nächsten Videos. Bis dahin, ciao! Seite für die. Ich bin am Überlegen, wie gesagt, das ist auf jeden Fall. Ich mache mal meinen Stuhl hier ein bisschen höher, so dass ich auch mal ein bisschen mehr im Fokus sitze hier. Nicht aufnehmen, nachdem man gegessen hat. Ist keine gute Idee. Achtet bitte nicht auf meine Haare heute. Es ist ein Montag, es ist mein freier Tag und ich habe sehr wild geschlafen. Ich kriege meine Haare momentan schlecht gebändigt. À la Harry Potter. Yay!